Wir werden heute von einem 1 km/h Fahrzeug zu einem 999 km/h Fahrzeug upgraden. Und ich bin hier wieder schon mal am Flughafen am Start, Leute. Wir haben hier so eine Upgrade-Rampe. Wenn wir da jetzt mit einem Auto durchfahren, upgraden wir quasi unsere km/h-Stufen, Leute, und auch unsere Autos. Und ich bin auf jeden Fall schon mal mega, mega gespannt, Leute. Deswegen, ihr könnt das erste Auto hervorbeschwören. Ihr müsst einfach nur auf den Like-Button drücken. Auf 3. 1, 2, 3. Wow, Leute, was ist denn das für ein Fahrzeug? Also ich glaube, das ist dann hier unser erstes 1 km/h Fahrzeug. So, ich gehe mal jetzt hier ganz kurz rauf auf diesen Babywalker. Und wir fahren hier gerade wirklich, wie man sehen kann, Leute, rechts mit 1 km/h. Also das Ding, ich glaube, da brauchen wir ja 100 Jahre, bis wir da zur Upgrade-Rampe kommen. Irgendwann später. So, guck mal, Frank hat sogar schon die Hände runter gerade genommen. Und können wir überhaupt hier hochkommen, Leute? So, jetzt durchs Upgrade durch. Ich komme mit nicht hoch, Leute. Ich brauche auf jeden Fall einen kleinen Schwung. Und kleinen Schwung jetzt. Oh, was, Leute? Was ist denn das für ein Fahrzeug? Das sieht ja mal mega cool aus. Einfach so ein kleiner VW-Buggy, Leute. So ein Käfer. Okay, mal gucken, wie schnell das ganze Ding gefahren kann. Wir sind jetzt hier mit dem Ding. Direkt auf. Oh, oh. Oh, 27 km/h, Leute. Und da macht sogar so richtig, man kann mit dem so gefühlt richtig driften, Leute. Guck dir das mal an. Was ist denn das für ein cooles Ding? Wir können damit ja driften. Also ich muss echt sagen, es sind auf jeden Fall heute schon sehr, sehr lustige Fahrzeuge gewesen. Aber es kommen noch viel, viel krassere, Leute. Und ich bin echt gespannt auf dieses 999 km/h Fahrzeug. Deswegen, ich würde sagen, wir fahren jetzt direkt hier wieder hin. Und werden jetzt hier upgraden jetzt gleich. Alter, komm schon, jetzt nehmen wir ein bisschen mehr Gas jetzt. So, er macht einen Dauer-Burnie, ne? Ich sehe es hier gerade. Und jetzt einfach ganz kurz hier die Rampe hoch. Oh Gott, ey, nein. Oh, wir sind einfach so ein Go-Kart gerade. Okay, einmal ganz kurz wieder auf den richtigen Flag und mal gucken. Schnell das Ganze ist, Leute. Das Go-Kart ist jetzt sogar schon 54 km/h schnell. Ich muss euch sagen, das sieht echt mega, mega cool aus. Was hat das eigentlich für Felgen? Das sind auch echt richtig krasse Felgen, Leute. Und kann das irgendwas Besonderes? Ich guck mal gerade hier, weil es gibt auch Fahrzeuge, wo wir upgraden werden. Die können dann so besondere Sachen, Freunde, wie auch fliegen, unter Wasser fahren und auch viel, viel mehr. Ey, das ist auf jeden Fall echt ein mega, mega cooles Fahrzeug. Also, das will ich auf jeden Fall mal hier ausprobieren, ob wir damit über so Menschen rüberspringen können. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt einfach mal 10 Menschen am Start, Leute, die wir rüberspringen können. Und ob das das Go-Kart schafft, Leute, ich weiß nicht. Wir haben 54 km/h, mal schauen und springen. Oh Gott, nicht ganz, aber ey, sind alle unversehrt, ne? Oh, 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 sorry, Jungs, sorry, hallo, tut mir leid, ich bin nur mit meinem Go-Kart unterwegs. Also, wir können schon über 10 Leute rüberspringen, aber ich glaube, wir brauchen ein heftiges Fahrzeug. Deswegen, ich würde sagen, ich drehe mal ganz kurz um, Leute, und werde jetzt direkt wieder upgraden auf das nächste Fahrzeug. Ich bin gespannt, welche KMH-Schuhe wir danach auf jeden Fall freischalten. So, jetzt komm schon hier durch das Ding durch. Gib voll Power, Franklin, durch den Upgrader. Wow, was ist denn das für ein Fahrzeug, Leute? Hä? Ein Moment, ist das so ein japanisches Kennzeichen? Also wir haben jetzt hier irgendwie so ein Fahrzeug, was gleichzeitig ein Schneemobil ist. Also ist jetzt wirklich so ein Schneemobil. Ist das ein Volvo, Leute? Also der sieht auf jeden Fall echt mega cool aus. Ich guck mal, ob wir mit dem Ding vielleicht schon an die 100 km/h rankommen können. Das wäre auf jeden Fall echt mega. Also die Anfahrt, okay, ist relativ langsam, aber Leute, ihr seht, wir steigern uns mit den km/h. Wir gehen hoch, 55, 56, 58, 60. Warte, vielleicht nochmal in diese Richtung hier, Leute. So, okay, sind wir schon bei 63, 64. Hä, was ist denn hier bei dem Fahrzeug los, Leute? Wir können mit dem Fahrzeug irgendwie nicht schnell nach vorne fahren. Wir haben so 72 km/h. Ich dachte, wir können jetzt hier ein bisschen schneller upgraden. Wow, nein. Das ist ein Fahrzeug, was schnell rückwärts fahren kann. Guck mal, Leute, wir fahren jetzt einfach gerade 88 km/h rückwärts und kann ich damit sogar... Ey, das ist ja richtig cool, das Schneemobil, ne? Wird eigentlich nur Schnee. Können wir jetzt vielleicht mit dem Fahrzeug über 10 Menschen rüberspringen? Mal gucken, ob wir das vorwärts schaffen, Freunde. Und yippie! Yeah! Wir haben es ehrlich geschafft. Oh mein Gott, wie cool ist das denn, Freunde? Okay, das Fahrzeug ist schon sehr, sehr cool. Ich würde sagen, ich glaube, ich kann auch von der anderen Seite upgraden, ne? Weil ich glaube, es ist ja so zweiteilig. Ich gucke mal, ob wir von der anderen Seite reinfahren können. Und dann upgraden wir direkt zu dem nächsten Fahrzeug, was, glaube ich, extrem, extrem krass aussehen wird. So, pass auf. Einmal jetzt hier vorsichtig. Und jetzt, Leute, mit Vollgeschwindigkeit durch den Upgrader durch. Wow, ja. Wow, yo, was, Leute? Hä, wir sind jetzt in so einem Lego-Auto.
Wie cool sieht das denn aus, Freunde? Warte mal, wie schnell kann das Lego-Auto werden? Wir geben Vollspeed. Oh, über 100 km/h. Was? Jo, wie schnell ist denn das direkt? Okay, warte. Oh, nee, die Strecke ist ein bisschen zu kurz. Wir müssen hier einmal ganz kurz wenden. So, sorry, wir müssen einmal wenden. Und jetzt mal gucken, wie schnell können wir werden. Wir haben jetzt hier, oh, 150 km/h, 160, 171 km/h können wir einfach schnell werden. Oh Gott, wow. Was, das Lego-Auto ist ja übertrieben krass. Können wir da vielleicht irgendwie über mehrere Personen rüberspringen? Jetzt ist natürlich die Frage, ob das Auto über 100 verschiedene Menschen rüberspringen kann, Freunde. Deswegen hole ich mir mal ganz kurz ein bisschen Geschwindigkeit mit dem Lego-Mobil und guck mal, ob wir dann vielleicht... Das Ding ist, ich bin echt gespannt, was übrigens deine für Fahrzeuge haben werden, weil ich glaube, die haben gleich noch so richtig krasse Attribute. So, okay, das Ding fährt jetzt mit Vollspeed. Ich brauche eure Hilfe. Drück jetzt auf den Abo-Button in 3, 2, 1 und jetzt! Wow! Oh, nein, oh, es tut mir leid. Oh, noch siehst du, es tut mir leid. Eieiei, okay, also wir konnten nur über so 85 Leute rüberspringen. Eieiei, okay. Ich glaube, ich muss ganz kurz mal hier das Fahrzeug wieder upgraden. Deswegen fahren wir jetzt mal hier wieder durch den Upgrader durch. Und ich bin echt mega gespannt, weil wir haben jetzt eine extrem krasse Geschwindigkeit. Wie hoch wir denn damit fliegen können? Upgraden! Oh, was? Hä? Was denn das für ein Ding, Leute? Als ob das jetzt hier schneller ist als der andere Wagen. Moment mal. Wir haben jetzt hier so ein... Nein. Wir haben einen Taco-Wagen, in dem wir so Tacos verkaufen können. Okay, der sieht ja auf jeden Fall echt sehr, sehr witzig aus. Aber damit werden wir noch locker nicht irgendwie schnell sein können, Leute. Ich meine, das ist doch einfach nur so ein kleines Billo-Fahrzeug. Na, mal gucken. So, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen... Oh, es hat aber Geschwindigkeit, das ist eigentlich, ne? Es hat eigentlich Geschwindigkeit. Was ist denn jetzt der Knopf, der da nicht drücke? Oh! Wow! Wow! Warum ist das Ding so schnell? Okay, warte mal. Ich muss erstmal ganz kurz hier, ey, mit dem Ding klarkommen. So, das heißt, wir fahren jetzt hier kurz mal jetzt hier so einen kleinen Speedtest. Mal gucken, wie schnell wir mit dem Ding werden. Und wir sind schon bei 190 km/h, Leute. 200 km/h. Was? 218, 220, 225, 26, oh mein Gott, 230. Oh, mir reicht seine Strecke gar nicht, Leute. Also das Ding ist auf jeden Fall ordentlich schnell. Aber ist es auch rückwärts so schnell wie das andere Ding eben? Wir gucken mal rückwärts. Nee, es ist bei 55 km/h. Aber vielleicht kann ja das Ding, Leute, über... Oh, okay, es wird eigentlich durchdrehen. Ob das vielleicht über 100 Menschen, beziehungsweise jetzt nur noch so 90 Menschen, rüberspringen kann, werden wir auf jeden Fall sehen. So, jetzt hier mit Vollspeed, Leute. Oh yeah. Oh yeah. Ja, das Taco-Mobil. Was? Oh mein Gott, es ist einfach über die ganzen Menschen rübergesprungen. Yo, das ist ja übertrieben heftig, Leute. Okay, also das sieht schon sehr, sehr krass aus. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was wir als nächstes Fahrzeug haben. Also jetzt haben wir schon mal 100 Menschen es geschafft. Also die können auf jeden Fall schon mal alle Adios sagen. Und wir werden das ganze Ding jetzt hier wieder upgraden, Freunde. Wir verlieren hier keine Zeit. Wir gehen direkt weiter zu dem nächsten Fahrzeug. Und ja! Oh, was, Leute? Was ist denn das für ein Ding? Das sieht ja mal richtig crazy aus. Das ist so Police Submarine, Leute. Ist Submarine nicht ein Fahrzeug, was unter Wasser fahren kann? Okay, mal gucken. Ist der Sound von denen wenigstens heftig? Das Ding hat keinen Sound, Leute. Man hört einfach gar keinen Sound von dem Teil. Hä, das hat echt keinen Sound, aber dafür ist es extrem, extrem schnell. Guck mal, wir sind schon direkt bei 300 km/h. Wow, ich muss hier abbremsen, Leute. Ist aber echt verwirrend, dass es keinen Sound hat. Hä, aber kann das denn irgendwas anderes, Leute? Kann das... Was ist denn jetzt los? Yo, das ist ein Ding, was im Wasser fahren kann. Was? Okay, warte mal. Ich werde mal ganz kurz die Teile einfahren. So, Teile sind eingefahren. Und dann werden wir jetzt mal hier kurz ins Wasser reindüsen. Oh, okay. Und Teile ausfahren. Und jetzt kann ich damit anscheinend unter Wasser... Nein! Nein! Leute, es ist einfach ein Unterwasserfahrzeug. Und mit Sirenen. Ich bin die Unterwasser. Ich bin die U-Boot-Polizei. Aus dem Weg. Hier werden jetzt die ganzen Schwerverbrecherfische festgenommen, Leute. So, Officer Brock ist hier unterwegs. Wo sind denn die Schwerverbrecherfische? Hallo. Ey, das ist ja mega cool. Warte, jetzt kann ich, glaube ich, mit Geschwindigkeit hier oben zur Yacht fahren oder was, Leute. So, warte mal. Ich werde jetzt richtig steil nach oben düsen. So, und wie so ein Wal. Oh Gott, okay. Das ist ja echt mega cool. Okay, ich werde mit dem Teil mal wieder an Land fahren.
Und dann können wir direkt zu dem nächsten Fahrzeug upgraden, weil ich glaube, jetzt wird jedes Fahrzeug eine richtig krasse Attribute haben, Freunde. So, und wieder zum normalen Wagen machen. Okay, ey, was? Das ist ja sowas von cool, Leute. Warum kann es nicht einfach mehr von solchen Autos geben? So, warte mal. Können wir jetzt hier mal kurz gucken, ob wir die Topspeed vielleicht erreichen von dem Wagen? Wir haben jetzt hier, guck mal, wir haben jetzt hier schon 300 km/h. Ein bisschen höher noch, komm schon. Ah, okay, wir sind ungefähr bei 350. Okay, oh, okay. Dann werden wir das ganze Ding jetzt hier mal upgraden. Durch den Upgrader fahren, Freunde. Oh, das ist so crazy, ne? Das ist so crazy, wie schnell wir sind. Wow, wow. Was ist denn das für ein Fahrzeug? Was ist das für eine coole Lackierung, Leute? Ist das ein M4? Hä? Wow, okay, warte mal. Wir sollen jetzt einen M4 haben, der schneller ist als 350 km/h. Der sieht aber allgemein irgendwie ein bisschen anders aus, Leute, ne? Wow. Wow, 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 wow. Okay. Okay, der geht auf jeden Fall direkt schon mega krass ab, ne? Oh, oh. Okay, warte mal. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz zum Testen. Warte, ich werde jetzt mal ganz kurz hier vorne hinfahren. Hat das auch irgendeine krasse Attribute? Das werden wir auf jeden Fall auch gleich mal abchecken. Auf die Plätze, fertig, los. Oh, okay, er kommt schwer in Gange, aber jetzt... Oha, 200 km/h, Leute. Das Ding ist bei 300 km/h. Was? 400 km/h? Wow, der wird noch schneller gehen. Achtung. Oh. Oha. Oh nein, warte. Der ist ein bisschen kaputt gerade gegangen. So, jetzt ist er wieder heil. Aber was ist denn jetzt hier bei dem Wagen bitte schon die coole Attribute, Leute? Warte mal, was? Jo, 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 was passiert denn jetzt? Oha, Leute. Jetzt haben wir gerade noch so einen Booster dazu bekommen. Hä? Und können wir jetzt hier mit dem Teil... Warte mal, das hat so ein bisschen Flügel, ne? Als ob wir jetzt damit fliegen können. Okay, warte, ich werde das Ganze nochmal... Oh, oh, vorsichtig nochmal probieren. Und jetzt haben wir so einen Booster, oder? Oh! Wow! Wir haben einen Booster, Freunde. Aber ich glaube, wir müssen eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen, um dann quasi fliegen zu können. Ich werde mal ganz kurz hier um die Ecke düsen. So, und jetzt nochmal hier mit Geschwindigkeit. Und da, zack, der Booster rein, Leute. Wow, 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 warte mal. Wir sind jetzt hier schon bei der Geschwindigkeit. 450. Jo, was? Leute, ich heb ab mit dem Ding. Ich kann mit dem Ding einfach fliegen. Was geht denn jetzt ab, Leute? Yo. Okay, das ist ja übertrieben krass. Guck mal, hier mit so Booster unten. Sieht ihr die? Mit den Dingern können wir quasi fliegen. Die haben so kleine Booster. Warte, ich kann jetzt immer noch... Oh mein Gott, ich kann immer noch hier in der Luft jetzt hier diesen Booster machen. Was ist denn das für ein crazy Auto? Guck mal hier, was ich für Stunts machen kann. Hui. Hui. Guck mal, wenn ich hier zum Beispiel oben drauf landen möchte, dann schaffe ich das auch gleich mit ein bisschen... ja, guck mal, Fingerfertigkeitsgefühl. Guck mal, das ist ja ein richtig cooles Ding. Wir können das auch voll krass kontrollieren. So, und jetzt sind wir hier oben. Und jetzt kann man hier oben einfach parken, oder was? Ey, Leute, was ist das für ein crazy Ding? Und warte, ich muss das erstmal wieder nach unten. Oh, so, oha, wir haben einfach so ein krasses Ding freigeschaltet. Okay, also ich glaube, das Fahrzeug kann fast bis 500 km/h fahren. Was echt richtig, richtig crazy ist, Leute. Mir fehlt es auf jeden Fall ein bisschen an Strecke. Ich muss da kurz gucken, ob ich vielleicht mit dem Ding noch mal ein bisschen schneller werden kann, um die maximale Geschwindigkeit von dem Teil herauszufinden. Das heißt, hier werde ich nochmal boosten, Freunde. So, ich werde gucken, dass ich... Oh, 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 wow, wow, wow. Nein. So, hier schon mal ein bisschen um die Kurve driften, aber es scheint nicht so gut zu funktionieren. Warte jetzt, Leute, pass auf. Jetzt werden wir die ultimative Geschwindigkeit testen. Komm schon. Ey, das Ding... Oh mein Gott. Das Ding ist... Oh! Okay, es geht bis 500 km/h. Das heißt, das hier ist das 500 km/h-Limit von dem Wagen. Ich würde sagen, der ist echt mega, mega cool. Upgraden wir den jetzt mal zu dem nächsten. Und ich bin echt gerade gespannt, was nach dem Fahrzeug noch kommen soll. So, hier vorne ist der Upgrader. Ey, Leute, das ist zu krass. Einfach so Flügel und aus dem Kofferraum so eine Turbine. Und jetzt geht's durch und wow! Was ist... Warte mal. Hey! Das Auto läuft auf Stahlrollen, oder was ist denn das für ein Ding, Leute? Hä? Das ist ja übertrieben crazy. Ey, das, Leute, ich weiß gar nicht, was ich zu dem Ding sagen soll. Guck mal hier, wie wir auch so Handling-mäßig das haben können, weil es halt einfach nur Rollen sind, auf dem das drauf ist, ne? Die Frage ist nur, wie schnell ist er mit diesem Teil hier? Ich merke schon auf jeden Fall, ich drücke nur ein bisschen aufs Gas. Aber wir gehen halt direkt schon richtig rein hier in die Alge. So, und jetzt, Leute. Oh, oh mein Gott. Yo. Yo, ich kann es gar nicht mehr kontrollieren. Was? Ey, was ist das für ein krasses Fahrzeug? Warte mal. Ich werde nochmal ganz kurz hier einen zweiten Versuch wagen mit dem Teil. Wow. Alter. Leute, wir sind schon bei 600, 700. Wow. Oh.
Oh mein Gott, wir haben eine kleine Beule. Halb so wild. Okay, warte mal. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Wie viel km/h wir das Ding quasi haben. Ist das schon das 1000 km/h Fahrzeug? Ich bin mal gespannt. So. Und Vollspeed. Oh. Yo. Und wir sind bei wie viel? 800. Oh. Was? Yo, warte mal. Alter. Okay, warte, ich muss noch mal ganz kurz, ich brauche ein bisschen mehr Platz. Okay, ganz da hinten ran, Leute. Guck mal, wie das Ding abgehen will mit den komischen Reifen. Und jetzt, oh Gott, hab ich es gerade gesehen, ich habe nur ganz leicht gedrückt und Abflug. Jo, was? 800, oh mein Gott, 836 km. Hey, ich flieg voll weit weg. Hilfe, raus hier. Oh, nein, unser Fahrzeug. Au. Schnell, ich muss es zurückholen, Leute. So, ich habe es zurückgeholt und ich glaube, wir können jetzt mit dem dann mal durch das Upgrade fahren, weil 836 km/h sind noch nicht 999 km/h, Leute. So, ich bin jetzt hier mal mega gespannt. So, Achtung und upgraden. Wow. Was, Leute? Das Fahrzeug kann auch jetzt direkt fliegen. Hä? Das ist einfach so ein Lamborghini, Leute. So ein Lamborghini Urus, aber in der Mansory Edition. Okay, warte. Kann ich mit dem Ding nochmal runter? Warte. Wir können schießen? Als ob wir einfach schießen können, Leute. Okay, das Fahrzeug ist auf jeden Fall schon mal echt nicht schlecht. Was ist, wenn wir jetzt hier mal auf den Boden damit gehen? Oh. Guckt. Warte mal. Leute. Ey. Was ist das für ein... Guck mal. Ich kann bremsen und ich kann quasi gleichzeitig so ganz leicht, guck mal, nach links fahren. Was ist das für ein Ding? Ich kann nach rechts und so... Okay, ich glaube, es ist jetzt mega, mega schnell. Test es mal ganz kurz aus, Leute. Und wir geben uns hier Vollgas. Boom. 300, Leute. 400. 500. 600. 700. Oh. Yo. Yo. Okay, es ist aber viel, viel stabiler auf jeden Fall als eben dieses eine Audi-Ding, dieses R8-Roboter-Teil. Mal gucken, wenn wir jetzt hier ein bisschen mehr Geschwindigkeit haben und zwar mehr Platz und zwar jetzt bei dem Ding und Vollspeed. Wow, 600, 700, 800, 900, 908 und... Oh, oh. Was? Wir waren kurz vor 999, Leute. Ich glaube, es lag daran, weil ich noch nicht eure Unterstützung hatte. Und zwar müsst ihr jetzt auf den Like- und Abo-Button drücken, damit wir die 1000 km/h freischalten, Leute. Beziehungsweise die 999. Und ich bin jetzt mal gespannt. So, und pass auf, jetzt gehen wir richtig ab mit dem Ding und boom. Oh, ich bin gespannt, Leute. 700, 800, 900, 99 km/h. Und warte, warte, warte. Fliegen. Fliegen, yeah! Alter, das ist ja übertrieben cool, Leute. Das hat ja übertrieben viel Spaß gemacht, heute die ganzen Fahrzeuge zu upgraden. Mit eurer Unterstützung auf jeden Fall. Wenn ihr davon auf jeden Fall noch mehr sehen wollt, wie wir auf 10.000 km/h Fahrzeuge upgraden, dann werde ich auch noch so eine Mega-Rampe und sowas installieren, damit wir noch viel, viel mehr Platz haben. Dann lasst auf jeden Fall gerne einen dicken Daumen nach oben da und ein Abo, Freunde. Checkt unbedingt die bei mir aus. Und wenn ich das mit dem Motorrad machen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.